Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Morrowind. Im letzten Part, was habe ich da gemacht? Ach ja, genau, ich habe Beweise gesammelt, um den Talos-Kult aufzudecken, der was gegen den Kaiser hatte. Ich werde mal eben noch etwas in den Einstellungen machen, und zwar die Sprache ein wenig runterstellen, denn die scheint mir doch ein wenig laut teils. Deshalb ist das so, hoffe ich mal, Warum habt besser. ihr euch von Ja, doch, eurem Posten das hört sich entfernt? besser an. Gut, und ja, wir werden wieder befördert. Nett. Ihr seid ein guter Soldat, Dennis. Deswegen seid ihr nun Kriegsfürst. Oh, das ist sogar ziemlich hoch schon. Nehmt diese Schulterplatten und Stiefel als Zeichen meiner Anerkennung. Ja, schön, aber das werden wir natürlich alles wieder weglegen. Ich meine, das macht eh keinen Unterschied, ob wir ihn so ansprechen, komplett mit der Montur oder halt ohne den ganzen Krempel hier. Deswegen, das wiege ich nur unnötig und so viel Wert hat es auch nicht. Deswegen werde ich das einfach hier liegen lassen. Nett. Okay, so. Und was gibt es uns jetzt für Befehle? Ich habe keine weiteren Befehle für euch. Fragt die Ritterprotektoren in den Festungen. Fragt den Ritter des kaiserlichen Drachens. Vanius? Ne, Varus Vatinius in Ebenherz. Ja, das passiert, wenn wir einen Questgeber komplett abgeschlossen haben, dann sagt er sowas. Wir unterhalten Garnison in der Delagiat-Festung. Pelagiat-Festung meine ich. Jetzt fange ich schon wieder damit an. Vor 3, 4 Jahren oder so habe ich immer noch Delagiat gedacht. In der Falkenfestung, Ebenherz, der Mondwalter. Ja, wäre ja ganz nett, weil ich würde hier gerne Aufträge annehmen. Moment. Mondfalter in Balmora. Definitiv ist es doch auch Ihr ein seid Ort, wo nicht wir gewartet. Aufträge annehmen Was können. sagtet ihr? Ja, werden wir auch tun. Also auf nach Balmora renne ich oder laufe ich? Nein, ich renne schon. Und das ist arschlahm. Naja, kann passieren. Was habe ich denn überhaupt für einen Rang jetzt momentan bei der Kaiserlichen Legion? Ist der Rang des Kriegsfürst? Ja, das ist relativ viel. Ich wundere mich, denn bei der Kriegergilde ist Kriegsfürst ist, glaube ich, zweithöchst oder so. Und hier ist es so ein mittel- bis unterer Rang. Naja, wie auch immer. Soll mich nicht weiter stören. Reisen wir mal nach, ja, Balmora geht nicht. Toll. Dann halt nach Aldrun. Sollte besser klappen. Und von dort dann nach Balmora. So. Kriegergilde und Diebesgilde werde ich natürlich noch nicht anfangen wegen dem Konflikt, den die Benötigt haben. ihr Und bevor ich etwas? das noch nicht ganz genau weiß, werde ich damit auch nicht beginnen. Aber ich habe momentan sowieso keinen Grund, mit irgendeinem von den beiden anzufangen, da ich ja noch die Kaiserliche Legion gerade mache. Eigentlich wollte ich ja auch, genau, den Tempel machen, aber dafür fehlen mir ja momentan die Fertigkeiten und da ich mich noch nicht ausbilden will, ist es soweit auch egal. Balmoran natürlich. So, genau dahin. Ist es wirklich nötig, dass Okay. ihr mit mir sprecht? Ja, das ist es. Und ich habe jetzt gerade ein. Ich habe jetzt gerade etwas im Gedächtnis, das dürfte auch dabei verhelfen, dass ich mir irgendeine Quest abschieße. Verdammt. Und da muss ich jetzt aber stark überlegen. Ich will nicht spoilern, deswegen werde ich jetzt noch nicht verraten, warum ich mir die Gedanken mache, aber. Das wäre nicht gut. Nein, das ist absolut nicht gut. Ich hoffe mal, dass die soweit nicht wichtig sind. Sonst habe ich echt mir was kaputt gemacht. Oder ich werde die Quest einfach nicht annehmen. Okay. Wie gesagt, ich will es noch nicht verraten, was es ist. Aber wenn, dann werdet ihr schon sehen. Dann werde ich es euch auch verraten. Aber nee, es sieht nicht so toll aus. Naja. Gut. Ja, man muss eine ganze Menge beachten, weil ich will ja wirklich 100% zeigen. Ich meine, jetzt für ein RPG ist es natürlich etwas sinnfrei, wenn man gleichzeitig Magiergilde, Kriegergilde, Kaiserliche Legion, Kaiserlichen Kult, überall der Höchste ist. Ich meine, das wäre eher lächerlich, als irgendwie, dass man dann nachher so ein total hoher Typ wäre. Aber ich will nur mal alle Quests zeigen und das Spiel vollständig abschließen. Zumindest ziemlich vollständig, weil 100% gehen gar nicht. Und deshalb mache ich das so. Gut, hier sehen wir schon einen kaiserlichen Soldaten. Was Hm, sagtet ja, ihr? genau, im Russlandisch haben wir den Rest, brauchen wir ja nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir kriegen Was noch sagtet etwas ihr? von dem hier. Gehen wir erstmal zu ihm hier. Und wir werden natürlich alle Questgeber abschließen, bis sie uns sagen, er hat nichts mehr für uns. So, Befehle. Die Kriegswappenträger haben uns zu einer Jagd herausgefordert. Geht, tötet einen Wemer-Zenturi und bringt mir die Metallstücke. Die Ordinatoren haben uns zu einer Jagd herausgefordert.
Sie sagen, sie werden die Haut einer Korpusbestie mitbringen. Wir werden sie übertreffen, indem wir Metallstücke eines Dwemer-Centurios beschaffen. Die einzigartigen Dwemer-Ruinen, die sich hier in der Gegend befinden, sind Akneketan, direkt nördlich von hier. Man sagt allerdings, dass dieser Ort von Banditen nur so wimmelt. Ja. Ich glaube, jetzt werde ich eher mal was ganz anderes in die Tat umsetzen, denn ich weiß, dass ich das noch nicht abgeschlossen habe. Das werde ich jetzt tun, aber davor werde ich was anderes machen, und zwar mir erstmal ein paar vernünftige Dietriche kaufen und außerdem noch ein paar andere Zauber zulegen. Denn es wäre nicht so nett, wenn ich irgendwie nachher wieder solchen Viechern begegnen, wo ich dann nachher krank werde und wieder laden muss und so. Nein, nein, nein. Und ich will auch mal höhere Schlösser knacken. Wie viel Sicherheit habe ich denn momentan? 12. Oh Gott, es ist grottig. Naja, das wird sich noch alles verbessern, hoffe ich mal. Oder ich mache mir einfach Zaubersprüche mit Magie. Allerdings kostet das selbstverständlich viel und das ist dann auch nicht so toll. Ja, gute Frage. Ich muss doch überlegen, wie ich es mache. Also, so, ich werde mal überlegen. Auf jeden Fall Dietriche werde ich mir jetzt kaufen. Und ein Zauber, ja gut, den kann ich mir, glaube ich, noch später zulegen. Ich hoffe einfach nur, dass der Dietrich jetzt reicht, die ich mir kaufe. Das sind nämlich Meister-Dietriche. Die kriegen wir in Suran. Von einem bestimmten Ausbilder auch. Und ja, wenn die nicht reichen, das Schloss, was da war, hatte ja die Stufe 32 und wir haben jetzt 12. Mit einem Meister, ich weiß nicht, wie viel er dazu gibt an Skill. Wenn es 20 sind, dann reicht es gerade so. Wenn nicht, entweder ist es noch höher, dann geht es schneller, oder aber es ist weniger, dann habe ich Mann, doch hat das heftig. Gut, Sonden brauche ich eigentlich gar nicht, nein, weil ist eher zur Magieauffüllung gut, deswegen brauche ich das nicht. Gut, Sicherheit wird sich auch erhöhen, aber lieber die Magie voll, weil besser lebendig als tot und mehr Sicherheitsskill. Okay, hier sollte irgendwo sein, genau dort. Und nein, Ausbildung werden wir natürlich nicht nehmen, wir werden handeln. So, Meister Dietriche. Das ist viel. Moment, wir werden dich mal eben etwas überzeugen. Moment, wie viel hast du nochmal verlangt jetzt für die beiden? 209, das ist mehr als die Dinger eigentlich wert sind. Ach ja, der kann Wortgewandtheit, das ist nicht gut. So, jetzt haben wir 20 investiert und schauen mal, was er uns anbietet. Okay, es ist zwar weniger als 20 Ersparnis, aber wenn wir es öfter machen, ist es definitiv mehr. Was ihr sucht. Nein, Moment, ich will noch ein bisschen mehr. Ah Gott, ich will noch ein bisschen mehr. Ja, das reicht erstmal völlig. Okay, 90 sind genug. Dann werden wir jetzt hier ein paar kaufen für, ja, 150 solltest du doch sicherlich machen. Hoffe ich einfach mal, wenn nicht, dann bist du ein Arsch. Ich sagte, ich hoffe einfach mal, dass du was machst. Ja, du tust es. Dann werden wir jetzt gleich wieder zwei kaufen. So. Ich glaube, ich kann euch schon einen Bug zeigen. Es ist kein Bug, aber es ist ein Glitch eher. Ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt schon funktioniert, aber ich kann es euch ja eventuell mal demonstrieren, wenn ich jetzt mal kriege. Okay, ihr seht, na, das ist nett. Ihr seht, ich habe jetzt 300 Draken für die beiden, für die vier Dietrich investiert. Ach nee, okay, noch geht's nicht. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Vergesst das, was ich gesagt habe. Und dann erkläre ich es euch später nochmal. Ich will euch jetzt extra im Dunkeln lassen, weil das wäre jetzt dumm, wenn ich das nachträglich erkläre. Obwohl ich es selbst noch nicht machen kann. Anschaulicher ist es, wenn man es auch in die Tat umsetzen könnte. Aber das kann ich noch nicht, deswegen habe ich nichts gesagt. Oh Gott, was tut man nicht alles, um Geld zu sparen? Man klickt seine Maus kaputt. Genau das. Ich denke, zweimal noch. Also heißt das, Moment. 6, genau. 10 Stück sollten erstmal... Was? So schnell? 10 Stück sollten erstmal reichen. Das heißt, noch einmal. Jetzt habe ich 8, genau. Und noch die dabei. Dann ist es okay. So. Hatte er nicht vor 181 von Basis her? Naja, egal. Aber ihr seht, das Bestechen hat sich jetzt schon gelohnt. Sonst wäre ich nicht so tief gekommen im Preis. Gut, dann habe ich jetzt 10. Und falschen auf 11. Wunderbar. So, 10 Stück. Ja, die sollten erstmal reichen. Wenn nicht, dann... Pech. Gut, 5 mal 150 macht für gewöhnlich 750. Heißt also, wir haben ein paar Dragen verloren, aber ja, das ist nicht viel. 750 ist Portokasse.
Okay, speziell später im Spielverlauf werdet ihr noch sehen, dass es lachhaft ist. Also 750 Drachen ist nichts. Gut, Ausrüstung reparieren, wie wär's mal damit? Ein bisschen vielleicht. Ja, so. 923 von 1050 hat das Ding noch, nachdem ich so viel damit gekämpft habe. Ihr seht, das Teil hält lange. Auf jeden Fall wesentlich länger als diese Silberklinge. Und ja, Wohltat wollte ich schon ausrüsten. Nicht, dass nachher wieder ein Kaguti kommt und ich aus Versehen mich zu Chamäleon zaubern, anstatt mich zu heilen. Also zurück nach. Ach, jetzt habe ich es vergessen. Verdammt. Wohin wollte ich gleich? Genau nach. Ja, Dingens, also Balmora. Akneketant, genau dahin. Wo So, wollt ich hoffe ihr einfach, hin? dass es jetzt geht. Deswegen will ich hier einfach runterspringen. Hat mir ein bisschen wehgetan, stört mich aber nicht viel. Das ist ein Höllenhund. Wenn er mich nicht verfolgt, ist er mir egal. Wenn doch, dann stirb. Wobei ich dann wohl eher immer der bin, der stirbt, aber naja. Wow, wir sind schon ein Level 8. Ohne Ausbildung. Unglaublich, oder? Ja, toll, finde ich auch. So langsam kriegen wir auch ziemlich viel Sicherheit. Ach, Sicherheits, was riecht da? Langwaffenskill. 76 ist schon nicht wenig. Das ist schon sehr ordentlich. Aber es ist natürlich noch besser, wenn wir 90 oder drüber haben. Weil dann kann ich die Schwierigkeit, nehme ich mal an, auch auf 100 stellen. Weil davor will ich das nicht machen. Dann gibt es nämlich noch mehr Fails als bisher. Und das will ich euch nicht antun. Ich erinnere nur an den Typen da oben an der Brücke. Der hat ja schon ewig lange gedauert. Deswegen, nee, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Und was ich jetzt allerdings auch wieder sehe, die Zeit sollte relativ weit sein. Die letzten Parts. Also die vor den drei neuen, die sind ja relativ lang gewesen. Deshalb seht ihr, es bleibt alles liegen. Deswegen werde ich das dann jetzt wieder beenden, wenn ich da oben stehe. Vielleicht ist jetzt schon länger als 12 Minuten, ist mir aber in dem Fall egal. Athletik auf 30. Wow, steht schon eine 3 vorne. Unglaublich. Gut, hier sollte nichts Neues drin sein. Nein, natürlich nicht. Denn Kisten, die wir einmal leergeräumt haben, bleiben leer. Okay. So gehen wir noch rein. Zack, zack, zack. Und natürlich sind Banditen, die wir einmal gekillt haben, auch nie wieder zu sehen. Also wenn wir die einmal gekillt haben, dann sind die weg. Für immer. Genauso wie Sachen für immer liegen bleiben. Ja, ich habe gesagt, ich werde jetzt noch hier vorgehen. Nein, ich gehe jetzt noch irgendwie weiter runter. Egal. So, wohin? Ich glaube, das war hier unten weiter. Wenn ich mich jetzt arg verlaufe, dann beende ich die Folge. So, hier war es definitiv nicht. War es hier? Zellen der hohlen Hand? Nein, definitiv. Da ist noch einer. Okay, ja, den Kampf werde ich dann jetzt nicht mehr machen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.